spät geworden. Nach 11. Dankeschön. Und ich höre Sie ja geradezu. Warum läuft das denn heute so spät nach 11? Ganz einfach, weil heute keine Kinder zugucken dürfen. Weil wir heute gezwungen sind, derbe Ausdrücke zu verwenden. Übelste Gossensprache. Kurz gesagt, wir müssen reden wie Ronald Pofalla. Pofalla versus Rettungsschirmrebell Bosbach. Ich darf mal zitieren, meine Damen und Herren. Da hieß es, es waren drei schöne Zitate, du redest ja doch nur Scheiße. Du machst mit deiner Scheiße die Leute verrückt. Dein Gewissen, Fragezeichen, lass mich mit der Scheiße in Ruhe, Ausrufezeichen, meine Damen und Herren. Und nee, warte mal, eins war da noch, was war das andere? Ich kann deine Fresse nicht mehr sehen. Danke, Gabi, ich deine auch nicht. Ja. Nein, das ist ein Scherz. Die Gabi und ich, wir sind so. Nein, nein, ein Scherz. Sie hat das nur zitiert. Aber ich sag's Ihnen ehrlich, das ist nicht mehr meine christliche Union. Das ist, ich weiß auch nicht, das ist Agro-Berlin oder sowas. Leider, leider gibt's ja von Pofallas Ausraster keine Filmaufnahmen. Aber jetzt die gute Nachricht, meine Damen und Herren. Wir von der Heute-Show haben uns weltexklusiv die Filmrechte gesichert. Columbia Schweistar Pictures präsentiert in Zusammenarbeit mit Scheiße Films Ralf Richter als Ronald die Axt Pofalla und ein kleiner unschuldiger Junge als Wolfgang das Opfer Bosbach in Schrei hart, der Fall Pofalla. Er hatte keinem was getan. Er wollte nur seinem Gewissen folgen. Doch er kam im falschen Moment durch die falsche Tür. Du redest doch nur Scheiße! Und mit deiner Scheiße machst du alle Leute verrückt! Ronald, guck bitte mal ins Grundgesetz. Das ist für mich eine Gewissensfrage. Gewissen? Gewissen? Lass mich mit deiner verdammten Scheiße in Ruhe! Schrei hart, der Fall Pofalla. Ein Film wie ein Schlag in die Fresse. Ja, jetzt haltet doch mal alle die Schnauze, Mensch! Großartiger Film, meine Damen und Herren, demnächst in Ihrem Kino. Und ich kann Ihnen wirklich versichern, bei den Dreharbeiten sind keine Kinder zu Schaden gekommen, außer diesem einen natürlich. Ausgerechnet Pofalla, das ist das, was ich mir gesagt habe. Pofalla, der Langweiligste unter den Langweiligen. Der Mann ohne Eigenschaften, der Kanzlerin hündisch ergeben und immer besorgt um den richtigen Ton. Der Ton der SPD ist unanständig? Absolut unanständig. Man muss noch mal ein bisschen auf den Ton achten, verfluchte Scheiße, noch eins. Endlich ist die Maske gefallen. Ne? So reden Politiker wirklich, wenn sie unter sich sind. Gut, bisschen blöd, dass der Mann ausgerechnet Kanzleramtsminister sein muss. Ne? Unter anderem zuständig für Geheimdienste und die Terrorabwehr. Ne? Da braucht man natürlich einen ruhigen und besonnenen Choleriker. Ne? Es spricht die Basis. Ich fordere Sie hiermit auf, ziehen Sie Konsequenzen, schicken Sie den Kanzleramtsminister in seine unverdiente Rente. Das ist der neue Politikstil in Deutschland. Schade. Aber dann sollte man auch konsequenterweise die Inschrift am Reichstag anpassen, ne? Statt einfach nur dem deutschen Volke, bitte dem scheißdeutschen Volke. Ne? Ja, wenn das jetzt der Stil ist, dann müssen sich alle anpassen. Der Umgang mit Andersdenkenden in der Union. Hier ein führender Regierungspolitiker, der nicht namentlich genannt werden wollte, natürlich nicht, hat Pofalla sogar jetzt schon als, ich zitiere, schlechtesten Kanzleramtsminister aller Zeiten bezeichnet. Ronald Pofalla, der Schlägkatz. Denn der Ton, da sind wir uns einig, macht immer noch die Musik. Hören Sie dazu nun einen Kommentar von Gernot Hassknecht von der Fachzeitschrift Schöner Brüllen. Es mag Sie überraschen, das gerade von mir zu hören. Aber Ronald Pofalla hat unserem guten Ruf irreparablen Schaden zugefügt. Es kann doch nicht angehen, dass ein Minister... Ja, Entschuldigung, da muss ich leider gleich mal unterbrechen, Herr Hassknecht. Sie sagen gerade unseren guten Ruf, den von uns Deutschen, oder wie? Quatsch, den guten Ruf von uns Choleriker natürlich! Ah, so. Kann
Kann man hier vielleicht mal einen Satz zu Ende reden? Einen einzigen bekackten Satz? Geht das vielleicht? Wir Choleriker werden jetzt alle in einen Sack gesteckt mit diesem geleckten Anfänger. Ich habe in Göttingen 13 Semester Cholerik studiert. Ich habe schon Leute beleidigt. Da hat der Pofalla noch bei der Jungen Union die Kotzlachen weggewischt. Ich habe... Entschuldigung, jetzt muss ich doch noch mal ganz kurz nachhaken. War unser Thema nicht eigentlich der Umgang der CDU mit Andersdenkenden? Haben Sie mich gerade noch mal unterbrochen? Kann das sein? Sehen Sie, Sie sind im Grunde wie der Pofalla. Sie halten es nicht aus, dass ich eine andere Meinung habe. Das muss man auch... Na, muss man das auch aushalten können? Ich reiß dir deine riesige Birne ab, du Klugscheiß! Unterbrich mich doch noch mal! Los, unterbrich mich doch! Hast keine Lust mehr? Nee, passt mich raus! Gernot Haskret, meine Damen und Herren. Ja. Der kleine Mann hat überraschend viel Kraft. Gut, Pofalla hat sich, das wollen wir jetzt mal dazu sagen, inzwischen entschuldigt. Möglicherweise haben Sie das mitbekommen, und zwar im Zentralorgan für gute Umgangsformen in der Bild-Zeitung. Ob er seinen Job behalten kann, das muss man jetzt natürlich abwarten. Ne? Wenn mich schon keiner toll findet, muss ich mich wenigstens selber toll finden. Ja, das ist der Spirit, Herr Pofalla. Mann, 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 am Ende dieser Woche muss man sich wirklich fragen, was für Leute machen in diesem Land eigentlich Politkarriere? Ganz einfach, Leute wie Silvana Koch-Merin zum Beispiel, Vizepräsidentin des EU-Parlaments, auch neuerdings bekannt als die Schwänzkönigin von Brüssel. Ja. Sie soll in diesem wie auch im vergangenen Jahr Sitzungen des Petitionsausschusses in Brüssel geschwänzt haben, und zwar, Moment, ich habe es mir aufgeschrieben, alle. Margarete Auken, eine dänische Abgeordnete, kann sich nicht erinnern, wann sie das letzte Mal dort gesehen hat. Ich habe keine Ahnung, wann das war. Ich könnte sie wahrscheinlich noch nicht einmal erkennen. Ja, das macht doch nichts. Das Gesicht müssen Sie sich eh nicht mehr merken, würde ich mal sagen. Denn für die Koch-Marien wird es jetzt richtig eng. Zum Glück, das muss man sagen, hat sie immer noch ein paar einflussreiche Unterstützer in der FDP. Sie vertritt uns erstklassig im Europaparlament. Okay, das Einflussreiche nehme ich zurück. Kein Problem. Ich sage, darf man sich nicht wundern, dass die Politikverdrossenheit durch die Decke geht. Wir schalten mal live nach Brüssel zu unserem Verdrossenheitsexperten Ulrich von Hesen. Ulrich, wann tritt Frau Koch-Merin denn von ihren europäischen Ämtern zurück? Ruhig, ruhig, Brauner. Immer gleich nach Rücktritt schreien. Mein Gott, was hat sie denn schon groß gemacht? Ja, nix hat die gemacht. Das ist ja das Problem. Wissen Sie, was mich echt aufregt, Welke? Diese Hexenjagd auf Menschen, die nicht die, wie drücke ich das jetzt aus, diese deutsche 9-to-5-Arbeitsethik haben. Sie meinen Verpisser? Ja, genau. Verpisser, Herr Welke, werden in diesem Land regelrecht stigmatisiert. Mhm. Schauen Sie mal, wie die Silvana jetzt von Journalisten bedrängt wird und wie schlagfertig sie damit umgeht. Ist es richtig, dass Sie in diesem Jahr noch nicht einmal im Petitionsausschuss waren? Glauben Sie nicht, der Bürger möchte da eine Antwort haben? Der Bürger, der soll sich gehackt legen. Was? Wissen Sie, was man in Brüssel pro Sitzung kriegt? 304 Euro. Hier gibt's Restaurants, da kriegen Sie für 300 Öcken nicht mal ein Glas Rotwein. Mhm. Ich kämpfe mit den Tränen, Ulrich. Mein Gott, die Frau ist sogar der FDP inzwischen zu peinlich. Der FDP. Und denen ist eigentlich gar nichts mehr peinlich. Immer dieses gnadenlose Rücktritt, Kopf ab, Scheiterhaufen. Was soll die denn machen ohne diesen Job als Geringqualifizierte? Die hat Geschichte studiert. Das ist dasselbe wie Taxischein. Das stimmt. Nein, da haben Sie recht. Ich meine, wenn die jetzt noch ihren Doktortitel verliert, wegen der gerade mal, was war das, 120 Plagiate auf 80 Seiten, dann kann sie ja bald bei Lidl die Regale einräumen, ne? Eben.
Gönnen Sie der armen Frau doch das bisschen Geld hier. Bisschen? Was verdient man denn im Monat so als Europaabgeordnete? Keine Ahnung. Ja, hätten Sie das nicht mal recherchieren können? Ja, klar. Wie klar? Was ist das eigentlich für eine Arbeitsmoral? Hallo? Arbeitsmoral? Das hier ist Brüssel, Alter. Brüssel. Prima. Also, schwänzen, abschreiben, faulenzen. Ganz tolles Vorbild für unsere Kinder. Ha, Kinder. Sie erzählen Ihrem Blagen wahrscheinlich immer noch, dass man es bei uns durch Fleiß und Anstand zu was bringt, was? Ja, natürlich. Ja, was denn sonst? Also. Ulrich, natürlich erzähle ich das meinen Kindern. Natürlich erzähle ich das meinen Kindern. Das ist doch auch eine Gewissensfrage, Ulrich. Gewissen? Hör mir doch mit der Scheiße auf. Weißt du was, Welke? Ich kann deine Fresse eh nicht mehr sehen. Ulrich von Pofalla, meine Damen und Herren. Ja. Das ist jetzt der Diskurs. Das ist der Stil in Deutschland. Vielen Dank, Herr Pofalla. Haben Sie eigentlich den Tag der Deutschen Einheit diese Woche auch so genossen? Ich find's super. Man hat frei, bei Kabel 1 laufen sämtliche Winnetou-Filme und der Bundespräsident schaut mal wieder vorbei. Kennen Sie den noch? Ja. Anfang Oktober, da sind ja immer die 3-4 Tage im Jahr, wo er tatsächlich arbeiten muss für sein Geld. Ne? Dann bürgert er ein paar asiatische Investoren ein, lässt das Bundesverdienstkreuz fallen und schreibt beim Kinderfest in Bonn Autogramme. Wie heißt du? Dennis? Okay, ich schreibe Kevin. Am 3. Oktober 2010 hat der Wolf tatsächlich den letzten interessanten Satz gesagt. Irgendwas mit Islam, glaube ich. Danach war er so erschöpft, dass er sich erstmal hinlegen musste und hat natürlich nichts mehr mitbekommen vom Jahr. Das macht aber gar nichts, denn das kann man ihm ja nacherzählen. Am allerbesten in Form eines waldorfpädagogischen Ausdruckstanzes. Schrecklich. So eine Kunstkacke. Mann. Meine, gut. Der Wolf hier mag ja selber langweilig sein, aber das hat er nicht verdient, muss ich sagen. Da geht er doch lieber auf sein jährliches Kinderfest und schwadroniert Sachen wie... Wir müssen einfach Kinder ernster nehmen und ihnen zuhören, was sie für Anliegen haben. Hört, hört. Man muss den Kindern zuhören. Sehr gute Idee. Hören wir doch mal zu, was die Kinder auf dem Fest so sagen. Über den Bundespräsidenten zum Beispiel. Das allein reicht den kleinen Besuchern aber nicht. Ich finde es schöner, wenn er auch mal was mehr für Kinder tun würde. Natürlich macht er auch sehr viel, aber er kommt eigentlich nur her und dann geht er wieder weg. Chapeau, Fräulein. Besser kann man die Aufgaben eines Bundespräsidenten gar nicht zusammenfassen. Er kommt und dann geht er wieder weg. Mehr ist es nicht. Wohin geht er? Nach Hause natürlich, ins wunderschöne Schloss Bellevue. Obwohl, genauer gesagt natürlich, in seinen Bau unter dem Schloss Bellevue. Dort muckelt er sich jetzt ein, bis sie ihn dann im Oktober 2012 wieder wecken. Süß. Ja, ich denke gerade, hoffentlich stört ihn der Krach aus der Nachbarhöhle nicht. Da versteckt sich nämlich der Gaddafi. So. Bis nächstes Jahr. Herr Präsident, seit Juli diesen Jahres gibt es in der Bundeswehr den sogenannten Freiwilligendienst. Heute, also ziemlich genau 3 Monate später, haben 20% der neuen Freiwilligen schon wieder in den Sack gehauen, wie man so schön sagt. Tja, das Problem ist, früher konnte man die Kasernen halt abschließen. Das ist der Unterschied. 20% sind weg. Obwohl die Frage natürlich lauten muss, warum bleiben 80% da? Und was sind das für Soldaten? Heute kommen viele Schulabbrecher und Arbeitslose, für die die Bundeswehr eine letzte Chance ist. Ja, das wäre natürlich auch ein toller Werbeslogan, ne? Bundeswehr, weil du zu blöd für alles andere bist. Nein, das ist vielleicht ein bisschen hart. Auf der anderen Seite, Intelligenz wird eh überschätzt.
Intelligenz wird grundsätzlich überschätzt. Dafür sind diese Hauptschulabbrecher ja topfit. Ich sage Ihnen, das sind stahlharte Profis. Die Fitness lässt bei den neuen Freiwilligen zu wünschen übrig. Ach, das ist keine Zeitlupe. Oh, das ist aber schade. Sehr schade. Na, also eins ist klar, die Bundeswehr muss sich dringend aufhübschen. Nur wie? Fragen wir mal unseren offiziellen Heute-Show-Wehrexperten. Herzlich willkommen, Olaf Schubert. Olaf, schön, dass du da bist. Wobei, du bist ja nicht freiwillig hier, wir haben dich ja eingezogen. Ich finde es auch toll, dass du heute deinen tarnfarbigen Polunder angezogen hast. Das passt sehr gut. Olaf, wir haben es gerade gehört, ein Fünftel der Freiwilligen, die seit Juli da sind, haben die Bundeswehr schon wieder verlassen. Wo liegen für dich die Gründe? Tja, ein Fünftel, das sind fast 30%. Ne? Also ich denke mal, viele werden enttäuscht gewesen sein, ne, als man denen dann gesagt hat, hier, der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Ne, da war für viele bestimmt die Luft raus. Und dann haben sie gesagt, rumsitzen kann ich auch zu Hause. Und vielleicht ist es dann auch der Ton. So, ne? Oft ist es so, dass sie sich so anblägen und so hier. Und da sagen sie, das haben sie auch zu Hause von der Frau. Und da stornieren die dann wieder. Das erinnert dann zu sehr an zu Hause. Ja, jetzt wo man stornieren kann, machen es viele. Ich komme aber auch nochmal gerne auf meine Eingangsfrage von vorhin zurück. Was ist mit den 80%, die da bleiben? Warum muss man auch da fragen? Die wollen. Das sind die, also das ist ja das maskuline Moment. Ne? Also das Beute machen. Es gibt ja welche, die, ne? Also die wollen dann die Ballpumpe aus dem Elch ziehen. Ne? Also, also wenn er einmal loszieht, der Samenulf, ne? Dann will er irgendwie. Wer? Der Mann. Also der hat ja dann, und nicht umsonst hier das Ganze, diese Bizepse überall, der ist ja komplett verbizepst, um dem Gegner dann sozusagen so ins Gesicht und so. Die Frage ist jetzt ja, was kann der Bund darüber denken, die tatsächlich gerade nach in mehreren Stäben, was kann der Bund tun, in Konkurrenz vielleicht auch mit anderen Berufen, um jetzt wieder attraktiver zu werden, zum Beispiel für Frauen, die sie ja auch haben wollen? Das ist ja, die Bundeswehr, es gibt ja schon Soldatinnen, Offizierinnen und Feldwebelinen. Ne? Die haben dann immer so einen kleinen Straps am Helm noch so dran. Das ist schon richtig, aber ich denke, eigentlich, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Frauen und Armee, es gab ja auch noch nie in der Geschichte zwei weibliche Heere, die sich irgendwie gegenübergestanden haben. Ne? Weil die würden sich ja auch gar nicht begegnen. So, ne? Also, die einen wären nicht fertig mit Packen und die anderen, wenn die sich dann so tarnen, dann machen die sich so Lehm ins Gesicht, dann fangen die an, kann ich so gehen? Ne, da. Bis dahin ist der Krieg vorbei. Ja, bis dahin ist der Krieg vorbei. Jetzt hatten wir ja früher bei den Wehrdienstleistenden, wusste man ja, das ist ein Querschnitt durch die bundesdeutsche Gesellschaft. Jetzt ist wohl tatsächlich ein Problem bei den verbleibenden Freiwilligen, dass das überwiegend die, wie man so gerne sagt, bildungsfernen Schichten sind. Ist das ein Problem, Olaf? Ich denke eher, das ist eine Voraussetzung. Also eine gewisse Schlichtheit im Gemüt ist der Sache eher zuträglich. Ne? Also wenn man dorthin geht, wo es weh tut, dann kann man ja nicht immer erst vorher jetzt nachdenken. So, also da sind drei Gehirnzellen manchmal schon zu viel. Ne? Also die sollen ja auch keine Gedichte dort vorlesen, sondern die sollen ja irgendwie hauen. So ähnlich, genau. Abschließende Frage, wie sieht es mit deiner eigenen Wehrerfahrung aus? Hast du Armeeerfahrung, wie es bei euch in der DDR hieß? Nein. Ich habe die Armee verweigert, ich habe auch Zivildienst verweigert. Ich bin Pazifist durch und durch. Also ich gehöre wirklich zum militanten Flügel der deutschen Pazifisten. Und ja, da lasse ich überhaupt gar keinen, wenn mir da jemand blöd kommt, gibt's ein paar rein. Also da ist, das bin ich. Das finde ich wichtig. Dass man auch dazu steht. Also da bin ich sehr biblisch. Also wenn mir jemand auf die rechte Wange schlägt, dann freue ich mich schon, gleich kommt die nächste und so. Und dann gibt es noch was auf dem Bobs. Wunderbar. Tatsächlich bist du jemand, der in den Wirren der Wende 1989, habe ich nachgelesen, schlicht vergessen wurde. Ja. Also du bist einer der drei Wendegewinner in Deutschland, könnte man sagen. Ich glaube, der Einzige. Deshalb habe ich die Wende auch eingeleitet. Alles klar. Zu Recht. Olaf Schubert, meine Damen und Herren. Vielen Dank. Bleibt ruhig noch. Wir bleiben nämlich beim Thema. Olaf Schubert. Ja, die Bundeswehr.
Wir hatten ja gerade Einheitsfest und bei diesem Einheitsfest in Bonn, da durfte sich die Bundeswehr mal von ihrer Schokoladenseite präsentieren. Und solche Feste sind ja im Grunde geradezu ideal, um frische Hauptschulschwänzer zu shanghaien, wie man früher sagte. Lutz van der Horst war für uns dabei. Jetzt gibt es ja 100 Tage den Freiwilligendienst. Aber jetzt muss man ja nach 100 Tagen sagen, es sind eigentlich mehr Tage als Freiwillige, die sich gemeldet haben, oder? Jetzt mal ehrlich. Es werden immer weniger. Was macht Al-Qaida besser als die Bundeswehr? Kann ich nicht so antworten. Weil da ist ja wirklich die Begeisterung einfach da, ne? Da sind Leute da. Und da kann man nicht so einfach austreten, weil wenn man da austritt, dann... Vorbei, gleich mal. Was die besser machen, das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob man davon besser oder schlechter reden kann. Da sind Leute, die kämpfen aber, also die sind bereit zu sterben, ne? Ja, gut. Da haben sie auch dann Familienbünde, wo es 6, 7 Leute in der Familie gibt. Da ist auch die Einstellung eine andere. Da sagt man, wenn man einen für die Ehre verliert, habe ich noch 6 andere Kinder. Das ist okay. Was. Also das heißt, wir müssen uns um mehr Nachwuchs sorgen eigentlich. Ich finde, das sollte das Modell zu übernehmen. Das sollte man, nee. Okay, womit kann man schießen? Gar nicht. Ah, schade. Leute, mit dem Wasser passt ihr ein bisschen auf, ne? Das sind neue Schuhe. Würde es vielleicht helfen, wenn die Soldaten die Einsatzländer selber auswählen dürften? Ja. Ich denke da an die schönen Strände von Thailand zum Beispiel. Also jetzt nicht in diese Länder rein, wo es halt sehr schlimm ist oder so. Naja, eben. Und deswegen wäre ja die Idee zu sagen... Selber mal auszusuchen, welches Land sie halt gerne gehen möchten. Genau. Und so kann man es halt attraktiver machen, ne? Genau. Für die Leute. Das Doofe ist natürlich, man müsste den Thailändern dann eigentlich ja den Krieg erklären, damit man überhaupt hinkommt. Das ist dann natürlich wieder ärgerlich, aber irgendwas ist immer, ne? Ja, das stimmt. Hier sind mal ein paar Vorschläge, wie man die Bundeswehr attraktiver macht, ein paar Slogans. Ja. Hier haben wir zum Beispiel, Ronny räumt den Kundus auf. Der wäre nicht schlecht, also ich finde das schon gut so. Dann haben wir noch in Anspielung auch auf einen bekannten Werbeslogan, wer hat's erfunden? Die Deutschen. Ja, aber... Muss sich ja nicht immer für alles schämen, wir Deutschen, oder? Nee. Wir Deutschen haben ja früher viel gemacht. Ne? Genau, zum Beispiel die ersten beiden Weltkriege. Ganz genau. Ja, es ist relativ imposant, aber was der Bundeswehr natürlich fehlt, um neue Mitglieder anzuwerben, das ist Sex. Denn Sex sells. Wir haben einen kleinen Vorschlag. Wollt Mädels! Wollt ihr geile Kerle sein? Wollt ihr geile Kerle sein? Tretet in die Truppe ein! Tretet in die Truppe ein! Komm, wir fliegen nach Kabul! Wer nicht mitkommt, der ist schwul! Saufen, schießen und marschieren, notfalls auch auf allen Vieren! Na also, geht doch! Lutz van der Horst in seinem Element. Vielen Dank. So. Und nun folgt eine weitere Folge der zu Recht unbeliebten Serie. Wie heißt sie noch? Richtig, Eurokalypse Now, die schlimmste Soap aller Zeiten. Diese Woche bereiten sich Merkel und Schäuble darauf vor, mal wieder Banken zu retten. Eine super Idee, ich finde, die Banken sind in letzter Zeit auch ein bisschen kurz gekommen, wenn Sie mich fragen. Ansonsten wird gehebelt. Diese Riesensumme soll jetzt gehebelt werden. Zum Beispiel mit einem Hebel. Die Hebeldiskussion. Das Wort vom Hebel. Über die Hebelung. Mit einem Hebel. Die umstrittene Hebelwirkung. Kennt jedes Kind. Die Risiken der Hebelwirkung sind enorm. Ja, es ist auch hier wieder eine komplexe Materie und auch für die Medien, wie Sie gemerkt haben, wahnsinnig schwer zu erklären, wie Hebeln genau funktioniert. Nur eins ist sicher, die Risiken sind enorm. Kein Wunder, dass Kamerad Dax in diesen Tagen schon wieder irre Kapriolen schlägt. Wir schalten mal live an die Frankfurter Börse zu unserer Expertin für durchgeknallte Märkte, Birte Schneider. Birte, was ich mich gerade frage, warum ist die Börse eigentlich zu dieser späten Stunde noch geöffnet? Warum wohl, Herr Welke? Der Markt ist derart nervös, dass er einfach nicht mehr einschlafen kann. Was hier passiert, das ist pure Hysterie. Das letzte Aufbäumen eines sterbenden Raubtieres. Ne? Ist keine schlechte Metapher, oder? Ja, ich hab's nicht kapiert, aber ich fand's wunderschön, bitte.
Was macht denn den Markt so furchtbar nervös? Alles. Mittlerweile einfach alles. Der DAX reagiert auf jeden kleinen Furz. Wenn es zum Beispiel heißt, was weiß ich, die Merkel hat mit Sarkozy telefoniert. Da, sehen Sie, da kriegt er einen hoch. Das ist doch Irrsinn. Ja. Die hat doch gar nicht mit Sarkozy telefoniert. Das habe ich mir eben ausgedacht. Die hat mit Berlusconi telefoniert. Ja. Das hat doch mit der Realwirtschaft original gar nichts mehr zu tun, Birte. Da müssen unsere Politiker doch endlich mal gegensteuern. Sie sind ja süß. Deutsche Politiker. Wenn der Hund eines Hedgefondsmanagers auf die Wall Street kackt, dann hat das mehr Einfluss auf die Märkte als das komplette Kabinett Merkel. Na ja. Der Philipp Rösler, der ist ja seit gestern in Griechenland und versucht zumindest zu helfen. Sagen Sie mal, sind Sie eigentlich total verblödet? Sowas dürfen Sie doch nicht laut aussprechen. Wie, was darf ich nicht laut aussprechen? Oh Mann, dass der Rösler in Griechenland ist. Verdammt, das habe ich selbst gesagt. Ja. Schnell, lassen Sie uns über irgendwas Unverfängliches reden. Hier, meine Mutter hat angerufen. Und jetzt kommt sie Weihnachten doch vorbei. Scheiße. Meine Güte. Bitte, das ist ja frustrierend. Wir sind ja den Märkten hoffnungslos ausgeliefert. Wie verkraften das eigentlich diese Börsianer, die da arbeiten? Keine Ahnung. Ist mir auch egal. Die Typen haben doch immer gesagt, freie Märkte. Da muss der Markt alles selber regeln. Jetzt besorgt sie ihnen, ihr Freund der Markt, halt mal gründlich von hinten. Nur so lernt man das, Herr Welke. Entschuldigung, haben Sie mal vorher, bitte? Klar. Birte Schneider, meine Damen und Herren, live von der Frankfurter Börse. Klar, es gibt immer wieder bedrohliche Nachrichten, aber keine Angst, jetzt wird alles gut. Denn 3 Minuten vor der Pleite haben die Griechen diese Woche, kein Witz, 1,5 Milliarden Euro gefunden. Ja, die hatten sie wohl vorher irgendwie verloren. Ja, gut, ist uns allen schon passiert. Ne? Schatz, hast du etwa meine Hose gewaschen? Ja, da waren 1,5 Milliarden drin. Ne? Griechen, schon mal was von Buchhaltung gehört? Und so sieht es im Finanzamt von Piräus aus, einem der besten und effizientesten, wie es heißt. Akten gesammelt in Müllsäcken, unbearbeitete Fälle landen in Pappkartons und Kisten stapeln sich auf den Schreibtischen. Guck mal, Stavros, die neuen Computer sind da! Ja, für unsere guten Freunde! Mann! Bei allem Respekt, die fordern hier immer wieder Respekt und den muss man haben. Aber ich sag's bei allem Respekt, der Laden ist nicht mehr reformierbar. Na gut, andererseits, wer weiß, vielleicht ziehen die sich ja doch noch an den eigenen, wie sagt man, Brusthaaren aus dem Sumpf. Kann doch sein. Wir sehen, dass übermenschliche Anstrengungen gemacht werden, um sehr, sehr strikte Ziele in einer sich verschärfenden Rezession zu erreichen. Ja, übermenschliche Anstrengungen, völlig richtig. Völlig richtig, denn die Griechen haben die Zeichen der Zeit endlich erkannt. Die hängen sich jetzt rein, die ackern Tag und Nacht. Also ab morgen. Denn heute ist natürlich erstmal Streik. Ist klar, haben Sie mitgekriegt diese Woche? Fähren, Taxis, Flugzeuge, nichts ging mehr. Ja, Moment mal, das ist natürlich gar nicht mehr aktuell. So! Ne? Damit sind wir aber auch mal durch mit dem Thema für diese Woche. Nächste Woche berichten wir dann über die Bankenrettung. Ich freue mich schon. So, und dann mussten wir in den letzten Tagen natürlich Abschied nehmen, wir Computer-Nerds. Und wer kann das am besten Abschied nehmen? Richtig. Zeit für eine brandneue Folge von ZDFs tönende Heute-Show präsentiert Mein Gott Schmiese. Die Reaktionen auf den Tod des Apple-Gründers Steve Jobs, die waren im Grunde alle gleich, und zwar alle gleich positiv. Ja,
Da hat er halt aus Versehen seine alte Osama Bin Laden-Moderation benutzt. Das passiert schon mal. Ist uns allen schon passiert. Das war die Heute-Show. Jetzt kommt Lanz Koch. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Dann wieder zur gewohnten Zeit um 22:30 Uhr. Tschüss, danke fürs Zuschauen. Vielen Dank.